Hallo und herzlich willkommen zu Devil May Cry 3 Special Edition. Ja, ich habe mir halt das ausgesucht, und zwar, weil ich ja den ersten Teil jetzt schon fertig habe. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mit Dante an. Und nein, wir brauchen keinen Schnellkurs und wir spielen auf einfach. Und wir nehmen natürlich goldene Kugeln und Automatik. Nein, brauchen wir nicht. Okay. So, wir können hier nochmal aussuchen, was wir machen, wie wir es machen, wann wir es machen. Wir haben hier schon ein paar Kostüme frei. Ich würde sagen, ich nehme mein Lieblingskostüm, zwar vom ersten Teil. Also, ja, fangen wir ganz einfach an. Und ja, an den Cutscenen halte ich natürlich wie immer meine Schnauze. You've heard of it, haven't you? The legend of Sparta? When I was young, my father would tell me stories about it. Long ago, in ancient times, a demon rebelled against his own kind for the sake of the human race. With his sword, he shut the portal to the demonic realm and sealed the evil entities off from our human world. But since he was a demon himself, his power was also trapped on the other side. I never believed it. I thought it was just a child's fairy tale. But I discovered that this so-called legend wasn't a myth at all. Sparta existed. How do I know? Well, I met the sons of Sparta. Both of them. Though the same blood of their father flowed through their veins, the two battled each other fiercely like archenemies. It seemed as if they derived some sort of twisted pleasure from this brotherly fighting. Sorry, not open for business yet. I haven't even picked a name for this joint, and I'm already getting calls. You a customer too? Well, if you want to use the bathroom, help yourself. The toilet's in the back. Is your name Dante, son of Sparta? Where did you hear that? From your brother. He sent this invitation for you. Please, accept it. Invitation, huh? Roar.
This party's getting crazy. Let's rock. So, die erste Mission beginnt. Wir haben noch gar nichts, keine Kugeln, kein nichts, aber wir werden schon mal den Stil ändern. Und zwar auf Swordmaster. Und Ausrüstung haben wir so gut wie nur Epony und Arrowy und Rebellion. Und Objekte können wir uns nichts holen, da wir keine Knete haben. So, ihr fragt euch trotzdem wahrscheinlich, warum ich mir den zweiten Teil nicht reinziehe. Tja, es ist ganz einfache Begründung. Ich mag den zweiten Teil irgendwie nicht und ich finde, der ist irgendwie ein Reinfall geworden und ja, und daher überspringe ich den Titel sozusagen. Nun, falls ihr euch wundert, falls ich mal manchmal bei irgendjemandem antworten werde oder so, ich habe einen Kumpel am Telefon und ja. Den kennt ihr auch natürlich. Google 89 LP. Er macht bei Link Legends LPs mit. Und ja. Ich habe einfach mal gedacht, warum Let's Play ich nicht mal für ein Stündchen oder zwei. Und ja. Wir machen die Typen hier noch schnell kalt. Ah, die kommen hier immer wieder. Ich wollte eigentlich mal versuchen, ohne Schaden hier durchzukommen, da hätte ich nämlich jetzt eine Trophäe gekriegt, wenn ich sie nicht schon habe. Zack, 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 zack. Bam, bam, bam. Kalt machen. Ah, Dreckvieh. Down, 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 down. I can already tell. Looks like this is gonna be one hell of a party! So, und das war's auch schon mit der ersten Mission. Ja, die hat auch nicht lange gedauert. Das ganze Spiel beinhaltet sozusagen 20 Missionen. Und ich hatte mir das so vorgestellt, einfach einmal mit Dante durchzuspielen und einmal mit Virgil. So. Ich würde sagen, da wir auf einfach spielen, brauchen wir nicht zu speichern. Wir versuchen natürlich alles, so gut wie alles einzusammeln und ja, so, auf zum nächsten Auftrag. You guys.
guys totally wrecked my shop, and I haven't even named it yet! You're gonna pay for that. Lade. Laden. Laden. Achso, jetzt geht's weiter. Ja, so, wir haben einen Lebenskraftstein eingesammelt. Den können wir auch sehr nützlich gebrauchen. Ich weiß gar nicht, kann man eigentlich auf die Gegner draus springen? Moment, ich probier's mal. Yeah, guck mal. Da. Das ist so geil. Zack. Oh toll, der ist schon kaputt. Oh toll, die sind auch schon kaputt. Die gehen viel zu schnell kaputt. Wir machen die sowas von kalt. Die kleinen Sandwürmer. Komisch, in manchen Spielen, zum Beispiel im ersten Teil, spritzt bei jedem Gegner Blut. Bei denen hier spritzt Sand. Oha, weg hier von dem. Der ist voll gefährlich, der Gegner. Wie ihr gesehen habt, ist der sehr explosiv. Der kann wirklich regelrecht eine Party sprengen. Und Gegner killen. Juhu! Da. Hier machen wir sowas von kalt. Die hier auch. Zack. Ah, das ist scheiße, wenn man hier noch keine Moves kann. Stirb, Bastard! Jetzt kommt ein kleiner Zwischenboss. Der wird nicht so als richtiger Boss angesehen, sondern eher so als Zwischenboss. Und ja. So. Ah, der hat mich zuerst erwischt, verdammt. Komm her, du Bastard. Yeah, zack, zack, zack. Ich mach dich kalt. Zack, 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 zack. It's been nearly a year since we last met. Where does the time go? No doubt, you've got some fun planned for me. Right, Virgil? So Leute, das war's mit Auftrag 2. Und hier würde ich auch sagen, machen wir erstmal Part Ende und... Ja. Gibt's noch irgendwas zu sagen? Nein, außer, dass wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch zu geben. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao.